皆さん、こんにちは。りなです。今日の動画では日本のチョコレートをいろいろ準備して、それを私の両親、ママとパパに食べさせてあげたいです。前回はタカがいろんな駄菓子を選んで、今回は私は大好きなチョコレートを選んで、それを食べさせてあげて反応を聞きたいと思います。Ich habe heute ganz viel Schokolade mitgebracht. Und zwar alles Sachen, die ich sehr, sehr gerne und regelmäßig esse. Ah. Und in der Hoffnung, dass die Sachen euch auch schmecken. Vielleicht, ja. Genau. Kann ja gut sein. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Arten Schokolade. Mhm. Und das sieht aber nach weißer Schokolade aus, ne? Okay, dann können wir hier mal damit anfangen. Ja. Das hier ist eine Baumkuchenrolle. Ah, sehr schön. Mit weißer Schokolade. Ah. Da steht Baumroll drauf. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Baumroll ist gut. Ja, bitteschön. Ein Baumröllchen. Hören. Ich esse auch eins. Ja, vielleicht kannst du von mir ein bisschen haben. Warum? Ja, weil es ist doch viel. Ja. Hm? Sieht schön aus. Ich bin überrascht, dass es so wenig süß ist. Ach so. Mhm. Ja, japanische Süßigkeiten sind halt nicht so wahnsinnig süß. Mhm. Nee, ich stehe ja nicht mehr auf dunkle Schokolade. Okay. Also das ist schon mal ein Aspekt. Ja. Für mich müsste das knuspriger sein. Ja, stimmt. Das ist so weich. Mhm. Ja. Aber ich habe schon lange keinen Baumkuchen mehr gegessen bei uns. Baumkuchen ist anders. Naja. Also in Japan findet man ja unglaublich viel Baumkuchen überall. Mhm. Mhm. So beliebt. Mhm. Und ich hatte ja in Deutschland noch nie wirklich Baumkuchen gegessen, weil man das ja hier in Bayern und so gar nicht kriegt. Das hier ist meine absolute Lieblingsschokolade, okay? Das ist ein super toller Mix aus Schokolade und Keks, und also es ist crunchy und es ist mega süß. Ah, sozusagen der süße Kick, ja. Oder? Genau. Wenn ich was Süßes will, kriegst du das Ding heißt auch. Black Thunder. Ah, ja. Black Thunder, aha. Also das erinnert mich ein bisschen an Twix. Ah, aber bei Twix hat ja was Cremiges noch drin. Ja, ja, aber von so der Konsistenz und vom Geschmack erinnert es mich sehr an Twix. Mhm. Die Kombi ist gut. Könnt ihr die ständig essen. Und bei uns in der Nähe gibt es eine Fabrik, die stellen die her, und die hat so einen Fabrikshop. Mhm. Da kann man dann hingehen und die haben so ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen, die quasi nur dort verkauft werden. Ah. Und da kaufe ich dann immer ganz gerne so diese ganz unterschiedlichen Sachen. Also die gibt's. Aber verpackt oder Matcha, unverpackt? Verpackt. Mhm. Mit Matcha-Geschmack und mit Bananengeschmack und mit, keine Ahnung, ja, mit Salzgeschmack und weißer Schokoladegeschmack. Ah. Und alles Mögliche. Nee, mir ist es fast zu süß. Das dachte ich mir. Nee. Das ist zu wenig süß und das ist zu viel süß. Muss die richtige Mischung. Wir haben ja noch 3 zur Auswahl. Mhm. Vielleicht finden wir noch eins, das richtig, die richtige Süße hat. Mhm. Diese Dinger hier, die liebt der Taka, der packt die ins Gefrierfach. Ah. Also quasi als Eisersatz. Mhm. Aber die kann man auch total bei normaler Temperatur essen. Der Papa darf auch nur. Die gibt es nur im Winter. Ah. Jedes Jahr im Winter gibt es die. Was ist da drin? Rum-Rosinen wieder. Die Japaner stehen seit ein paar Jahren wahnsinnig auf alles Mögliche mit Rum-Rosine. Mhm. Und da ist sogar Alkohol drin, 3,7%. Oh. Autofahren in Japan darf man nur mit 0,0 Promille. Mhm. Das heißt, wenn du hier diese Schokolade isst und dann kontrolliert wirst, dann hast du ein Problem. Ah, da kommt keine Promille raus. Meinst du? Nein. Meine ich schon. Das ist so minimal drin. Also, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich messen kann. 0,0. Weiß ich auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht die Messgeräte sind. Ich gehe davon aus, dass die gut sind. Also, die finde ich gut. Mhm, ich auch. Das ist so ein bisschen, erinnert mich immer so ein bisschen an die Mancherie-Dinger. Ja. Weil du hast so was Fruchtiges drin und was Alkoholisches und dann mit der Schokolade. Aber das ist super dezent alkoholisch. Ja. Das sind gut. Ja, aber wenn ich jetzt zwischen denen und den mit Keks wählen, müsst ihr mit Keks wählen. Nein, mir schmeckt das besser. Das ist sehr gut. Ja, ich finde die auch sehr gut. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe alles mitgebracht, weil ich alles sehr gut finde. Mhm. So, machen wir weiter mit Macadamia-Nussschokolade.
Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber Macadamia-Nüsse sind in Japan sehr teuer. Hier auch. Doch, dann probieren wir mal. Wobei, ich muss zugeben, also wenn ich Macadamia-Nüsse pur esse, schmecken sie mir noch nicht mal. Mhm, okay. So richtig. Wir sind sie zu fettig. Ja, mir auch. Okay. Also, dann also ich vertrage nicht viele. Mache ich lieber Cashewkerne oder Walnüsse. Ich mag alle möglichen Arten von Nüssen. Hm, ist nicht schlecht. Hm? Mhm. Ja. Mit dem nussigen Crunch in der Mitte. Ja. Und dann so ein bisschen Schokolade. Mhm. Die esse ich gerne einfach so während dem Arbeiten. Mhm. Und irgendwann ist es leer und oh, also sie sind auch sehr cremig. Mhm. Ja, die Schokolade, genau. Ja. Ja. Klingt gut. Ja, aber trotzdem. Also immer noch. Das ist immer noch, das, ist immer noch das Beste. Mein Favorit. Okay, dann schauen wir mal, ob ich jetzt dann hier mit dem finalen... KitKat. Also KitKat hat ein großes Rebrand gemacht in Japan, nämlich keine Plastiktüten mehr, es sind jetzt alles sehr Papiertüten. Gut. Yes. Und irgendwann hatten sie auch Anleitungen, wie man daraus quasi irgendwelche Origami-Sachen macht. Aha, das ist eine super Idee. Aber KitKat in Japan ist ein Riesenthema, es gibt dort Millionen verschiedene Geschmacksrichtungen. Also jede Präfektur hat eine eigene Geschmacksrichtung. Okay. Dann haben sie KitKat-Stores in Tokio, wo sie Luxus-KitKat machen. Und ich war am Flughafen, da gab es dann Wasabi-KitKats und Limonen-KitKats und also wirklich Sake-KitKats, alles mögliche. Ah, interessant. Das hier ist meine liebste Art KitKat. Die erwachsene Süße. Wie heißt es? Otona no Amasa. Ah, okay. Genau. Das liegt nämlich daran, dass die KitKat hier mit dunkler Schokolade gemacht werden. Die Außentüte Papier, die Innentüte. Genau. Plastik. Lach, ganz laut. Na gut, aber man spart sich hier schon mal 30%. Im Mini-Format. Ja. Ach so, ja, die, aber die meisten KitKat in Japan haben die Größe. Ja? Ja. Na gut, aber die ist ja auch nicht doppelt so lang. Ja, aber früher, das waren ja solche Dinger hier, so ja. Mit vier Dingern so in der Größe. Mhm. Das gibt es gar nicht mehr, oder? Black Thunder, der Papa ist meine Art von Mensch. Ja, sind nicht schlecht, weil sie ja. sind auch nicht so süß. Genau, und haben crunchy, schön crunchy. Der hexige Anteil ist auch gut, aber wie gesagt, die sind besser. Aber mir hat das aus der Takasu gern mal wieder am besten geschmeckt. Rummy. Ja. Sehr gut. Okay, also die Gewinner sind Black Thunder und Rummy. Mhm. Aber so im Allgemeinen, japanische Schokolade ist nicht so schlecht, oder? Nee, ist nicht so übel. Ich meine, die Japaner stehen natürlich auch auf so Schweizer Schokolade oder belgische Schokolade oder sowas. Mhm. Und ich meine, die Japaner haben auch sehr viel schlechte Schokolade, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, so für Kinder dieses ganze Billig-Schokozeug, wo aber gerade für tonnenweise Kinder. Zucker drin ist und tonnenweise Fett drin ist. Das geht gar nicht. Für Kinder darf nicht sowas Schlechtes produziert werden. Tja, aber hier in Deutschland ist es das Gleiche. Ja. Aber wenn man guckt und wenn man ein bisschen Geld ausgibt, findet man in Japan sehr, sehr leckere Schokolade, auch sehr vielfältig, mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und unterschiedlichen Konsistenzen und so. Gibt es aber Pralinen auch in Japan? Aber so teuer. Weil ich liebe ja Pralinen. Ach so. Ich will jetzt mal teure. Typisch teure japanische. Typisch teure. Und die sind noch nicht mal vergoldet. Also mit Matcha-Tee oder sowas. Ja, also das Interessante ist aber, dass die meisten Pralinen, weil die natürlich Pralinen auch mit Ausland und sowas in Verbindung setzen, dass die meisten Pralinen dann doch irgendwie so französische Pralinen sind oder belgische Pralinen. Ja. Also die Hauptzeit, wo in Japan Pralinen verkauft werden, Valentinstag. Natürlich, sonst an Zucker und Fett und Kalorien. Steht da überhaupt was drauf? Ja, müssen Sie auch deklarieren. Eins hat 21 Gramm, 112 Kalorien, 1,3 Gramm Protein, 6 Gramm Fett, 13,1 Gramm Kohlenhydrate, genau. Was wahrscheinlich Zucker und Zucker ist. Mhm. Also hier auch wie in Deutschland quasi das gleiche in der Reihenfolge, wie die Menge drin ist, steht es auch hier dran, was drin ist. Mhm. Da hätten wir nämlich einmal Zucker. Wundert mich jetzt nicht. Dann irgendwas Fett, pflanzliches Fett, Kakaopulver, Kakaomasse, Milchzucker, und warum kannst du das Salz. Jetzt? 13 Gramm.
Kohlenhydrate. Ja. Und der Riegel hat 21 Gramm. Dann sind also, also genau, alles. 60% aber, ja. Oder so Zucker. Also, wir haben gelernt, dass japanische Schokolade sehr lecker ist. Jo. Ja. Sehr schön. Definitiv. Hi, ここでこのビデオを終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバイ。